Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot beim Let's Play von Pioneers of Pagonia. Wir hatten schon mal die Demo vorgestellt in drei kleinen Videos hier auf dem Kanal und waren so begeistert von diesem Spiel, dass wir gesagt haben, Mensch, das kaufen wir uns in der Vollversion, wollen euch die ganzen Karten mit euch erleben. Ja, und wenn ich sage wir, ist es richtig, wie auch schon bei der Demo, meine Wenigkeit, Kunkertrache und natürlich der Speedturn ist mit am Start. Es ist meine Ehre, liebe Freunde, grüßt euch. Schön, ne? Das wird eine spannende Sache, das wird eine ruhige Sache. Ja, das wird mega. Ach, wir freuen uns. Und wir beginnen natürlich auch mit den vordefinierten Karten und gehen sozusagen erstmal die Kampagne durch und beginnen da auch sozusagen mit der Einsteigerkarte. Wir sehen, hier gibt es die Orientierungshilfen, keine Gegner, kein Kampf auf dieser Insel und die Größe. Und wir sehen halt hier die Grundlagen, Aufgaben leiten durch die Grundlagen des Gameplays und das werden wir auch bestreiten, diese Insel. Geil, ich freue mich. Und ich mich. Und wir haben es auch so gemacht. Wir werden es so machen, dass ich jetzt beginne. Und der gute Speedy wird dann sozusagen meine angefangene Insel weiterführen. Und ja. Im nächsten werden wir dann sozusagen das andersrum machen, dass er beginnt und ich führe es weiter. Also je nachdem, dass immer jemand anfängt und dann der andere und ja, es wird auf jeden Fall interessant. Bleibt mit dabei. So, Speedy. Unser Venture, unsere ganzen Leute sind am Start und wir haben schon die ersten Aufgaben. Natürlich, wie könnte es anders sein? Aufgaben, schließe Orientierungsaufgaben ab. 0 von 66. Was? 0 von 66? Aber wahrscheinlich insgesamt, was du in Brunner alles machen musst. Also, das kann sein. Baue Entdeckerposten, baue Wachturm. Das ist natürlich, wow. Bauwesen, Holzfällerhütte. Wir beginnen einfach mal mit den klassischen Sachen, oder? Natürlich. Und was auch geil ist natürlich, was wir nämlich in der Demo nicht hatten, wir haben natürlich jetzt auch viel mehr Möglichkeiten, ne? Oh ja. Oh, Kunstschmiede. Haben wir ja schon in der Demo gesagt, dass das sehr viel wird. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, ich freue mich drauf. Speedy! Ich bin wie so ein kleines, Kind, was sich freut. Okay, wir beginnen mit den Klassikern und nehmen natürlich eine Holzfällerhütte, ganz klar. Und wir brauchen natürlich, wenn wir Holzfällerhütte haben, natürlich auch ein Sägewerk. So, na Maus, das machen wir nicht ganz so einen zapplichen. Na, gucken wir mal, ob wir die vielleicht so ein bisschen besser rankriegen, vielleicht so. Und dann bauen wir mal die erste Straßenanbindung. So. Genau, erstmal für den Klimaschutz, die ganzen Bäume roden. So ist es. Weg damit. So, wir können natürlich einstellen hier, wie wir auch in der Demo schon gemerkt haben, einen gewissen Marker, also einen Radius. Und dieser Radius sagt halt einfach, wo soll er denn anfangen zu fällen, ne? Und da wir hier Platz brauchen, soll er halt erstmal hier die Bäume im besten Falle, alles was hier in der Gegend ist, erstmal wegräumen. Wir brauchen natürlich einen Steinbruch. Das sieht man aber, Stein ist zurzeit nicht zur Verfügung im ersten Modus. Hier siehst du das. Mhm. Das heißt, wir müssen gleich expandieren. Und ein Steinmetz bringt uns auch nichts, weil wir kommen nicht ran. Das heißt, wir könnten noch mal gucken, ob wir vielleicht aber trotz alledem gleich noch mal das Forsthaus mit ransetzen hier in unserem Holzkreis, der dann natürlich wieder Bäume, da kann hier hinten schön sich um Bäume kümmern. Genau. Und wir bauen einen Entdeckerturm und Wachturm, um natürlich auch an neue Ressourcen zu kommen. Genau, erstmal schön wieder die Grenzen verschieben hier. Hilft ja nicht. Noch einiges zu tun. So, kostet Stein. Das müssen wir natürlich erstmal akzeptieren. Boah, Stein. Hier wäre Stein zum Abbauen. Und hier wäre es auf gut Glück, ne?
Na, hier weißt du gleich, dass hast du auch noch Bären. Ja, gehen wir in die Richtung. Oder hier so in die Ecke. Ja, das sind Aschenhausen. Ja, so mittig ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Zack. So. Kommen wir vielleicht hier so rum. Einen direkteren Weg gleich nach oben. Und wir brauchen natürlich auch einen Entdeckerposten, der vielleicht schon mal ein bisschen uns die Karte aufdeckt, ne? Das wäre von Vorteil. Damit wir überhaupt wissen, was geht denn hier überhaupt los auf der Karte. So, das sind erstmal so die Grundlagen. Und jetzt können wir uns mal sehen, wie sie wuseln und aufbauen. Das ist einfach so schön gemacht, ne? Das war schon in der Demo fantastisch. Oh ja, das sieht so geil aus. Wie das alles hochbauen, die ganzen Details. Ich weiß gar nicht, ob... Und was auch noch kommen wird, was wir immens gefeiert haben, der Wuselfaktor. Ja. Ja, das war ja in der Demo schon immens, aber... Ich habe das Gefühl, das wird noch richtig cool. Oh ja. Kalkstein mal mit anzeigen. Haben wir denn schon... Haben wir denn Grenzstein? Ah ja, 150 Grenzsteine haben wir aber. So, ich werde mal alle Ressourcen anklicken, damit wir auch wissen... Okay, hier, das ist jetzt Schwerter und so, das brauchen wir erstmal nicht. Aber Seil, Hanf... Dass wir alles sehen hier oben. Also zumindest finde ich das schön. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass wir alles auf den Blick haben. Bin ich eigentlich genauso. Außer die ganzen hochwertigen Sachen, die wir jetzt eh noch nicht machen können. Genau, aber so haben wir einen schönen Überblick. Genau, die Basics auf jeden Fall. Genau. So, baue Wohnhäuser natürlich. Wohnhäuser schön und gut. Aber... Eine Jagdhütte könnten wir natürlich schon mal erbauen. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Hasen am Start. Sehen wir auch rechts unten. Reh, Hase ist möglich. Wildschwein gibt es in dem Fall hier leider erstmal nicht. Nee. Das heißt, wir bauen hier oben einfach gleich mal einen Jäger hin, der hier unten die Hasen und vielleicht mal das ein oder andere... Reh holen kann. So. Da haben wir die grundlegenden Sachen. Und sobald wir hier an Stein kommen. Hier sind Laubhölzer. Ja, Stein ist gar nicht so berauschend. Ne? Wenn man es mal so sieht. Hier oben ist Kohle und Kupfer. Ja. Aber guck mal. Stein ist echt mau am Anfang. Ne? Da ist nichts los. Noch nicht viel bis jetzt. Ne? Ja. Das ist erstmal der einzige Stein, die 40, die wir nehmen können. Das heißt aber auch, wir könnten dort ja zumindest schon mal den Steinbruch resetzen. Genau, setzen kannst du den schon mal. Weil der ist ja dann in der Nähe. Ah ja, hier oben, guck an hier. Jetzt haben wir es doch. Das ist da. Kriegen wir den vielleicht hier irgendwie noch reingeballert? Natürlich nicht. Dann gehen wir halt hier erstmal auf eine Linie. Auch schön gerade, damit es für den Speedy schön wird dann später. Ja, also wehe, du baust mir nichts Schönes vor hier, aber dann... Ja, das könnte, dann reiße ich alles wieder ab. Könnte ich doch nicht übers Herz bringen. Und wir machen natürlich auch einen Steinmetz, den ich natürlich so nicht rankriege. Aber ich könnte ja versuchen, ihn zu drehen. Und da kriegen wir dann die Ecke. Dann ist hier der Steinabbau. Und der Kollege kann sich dann hier hinten irgendwo erstmal drauf konzentrieren. Hätte ich jetzt 1:1 genauso gebaut, dort unten in die Ecke. Ja. Direkt gegenüber. So, da sind sie schon am Wirken hier. Ah, das kommt. Siehst du, guck an hier, wie die Stämme. Schön. Und da kommen die ersten Bretter. Sehr gut. Toll. Das habe ich schon auch bei den alten Anno-Teilen gefeiert, wenn sich dort, wenn du reinzoomst und da bewegt sich irgendwas. Sei es so ein Mührrad oder irgendwas, eine Kreissäge oder eine Säge an sich oder da wird was gemacht, weißt du? Ja. Das fand ich schon immer cool. Das ist richtig. Was wir natürlich aus der Demo gelernt haben, liebe Freunde, nichts ist so wichtig wie Lager. Dass wir hier dann halt auch gleich mal Holzlager haben.
dass unsere Produktionsketten halt auch sozusagen weiterführend produzieren können und nicht halt in den Produktionsstau kommen, ne? Das wäre schlecht. Ja, das wollen wir nicht. Deswegen nutzen wir hier die kleine Fläche, die wir unten haben zum Beispiel, und können hier auch noch zwei Lager hinmachen. Und dann können wir hier gleich angeben, was soll hier gelagert werden. Und hier sollen Steine gelagert werden. Und hier auch Steine, zum Beispiel Grenzsteine, Werksteine. Ja, braucht man alles, ne? Ich würde einfach sagen, wir lassen es erstmal bei Steine. Die werden halt dann an sich schon gucken, was hier reinkommt. Kalkstein haben wir ja zurzeit noch nicht. Stein wurde entdeckt, ja. Gut so. Baut aus, hier sind sie nämlich schon, unsere Soldaten, die unsere Grenzsteine versetzen. Auch das ist neu. Kannte ich so nicht. Also es ist ja von dem früheren Siedlerentwickler, ne? Mhm. Und da wurde es ja nicht so... Da wurde ja einfach der Wachturm eingenommen und dann wurde ein Radius freigelegt. Hier ist es halt wirklich so, dass die Soldaten eure Grenzsteine versetzen. So. Baue Sammlerhütte. Das wäre hier oben mit den Büschen vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Da hast du Büsche, da hast du Pilze. Ja, würde sich lohnen. Gucken wir mal, eine Sammlerhütte. Himbeeren, Steinpilze, Feuerholz, Flachs. Ich weiß gar nicht, der Radius ist gar nicht so, naja. Da würde ich vielleicht warten, bis sie das noch ein bisschen ausgebaut haben. Ich wollte gerade so, kann ich das abreißen? Sind dann die Büsche wieder da? Nee, scheiße. Ach, das ist ja nur eine Himbeere. Wow. Masse. Wow. Na gut, ist egal, aber dann muss ich es ja trotzdem dort hinsetzen. Aber ich baue es halt dann hier unten hin. Ich glaube, die laufen auch noch ein Stück weiter als das, was eingegrenzt ist. Das war ja immer so. Na, dann gucken wir mal. So, haben wir hier den Kalkstein vielleicht? Haben wir nicht, aber wir hätten hier zum Beispiel ein Kohlevorkommen. So. Die Lager, jawohl. Hier werden Bretter gelagert. Und die zwei sind noch frei. Und die zwei sind auch noch frei. Sehr gut. Dann können wir uns jetzt um, was sagen sie denn, Proviantmacher, baue Wachtürme, ja. Oder fast noch einen zweiten Wachturm erstmal bauen. Gleich noch einen hinsetzen. Ja, wenn es so zeitig im Spiel vorgegeben ist, denke ich mir. Dann... Dann machen wir dies. So. Holzfällerhütte. Bitte nehmen mal die hier drüben weg. Die paar Bäume, damit wir ein bisschen Platz bekommen. So. Dann brauchen wir Brunnen, ne? Mhm. Brauchen ja auch Wasser, die guten Kollegen. Jawohl. Ach ja, ich glaube ja, ich bin auch blöd. Das Forsthaus braucht ja auch Wasser, ne? Na gut, die haben noch ein bisschen Wasser, dadurch, dass wir am Anfang an Wasser haben. Aber wir brauchen natürlich auch normales Wasser. Und auch da gibt es einen Unterschied. Da gibt es normalen Brunnen und es gibt den Marktbrunnen. So, den Proviantmacher werden wir ja hier oben dann bei der Jagdhütte hinstellen, ne? Mhm. Das heißt, wir könnten uns da eigentlich auch einen Brunnen hinstellen, da natürlich dann vonnöten ist.
Und der Proviantmacher, der, wie gesagt, meine lieben Freunde, der stellt sozusagen Essen her. Und das Essen benötigen die Kollegen aus dem Entdeckerposten, die halt dann hier rumrennen. Hier. Und der guckt halt dann sich die Landschaft an, entdeckt für euch halt alles und nutzt halt diesen Proviant unterwegs. Und wenn ihr keinen Proviant habt, ja, dann gehen die halt auch nicht mehr auf Entdeckungstour, ne? Ja, kann man verstehen. Würde ich auch nicht machen. Ohne Proviant nix, machen wir nix. So, dann haben die nämlich gleich einen Kreislauf. Jagdhütte, Brunnen, Proviantmacher. So, wir könnten natürlich auch sagen, wir bauen hier gleich noch einen zweiten Steinbruch oben hin, ne? Ja, da war ja ganz, ganz schön viel da oben. So haben wir dann auch genug Ressourcen. Und natürlich, wo etwas ist, wo abgebaut wird, brauchen wir auch, Speedy? Ein Lager. So ist es. So, und ihr seht schon hier die Sammlerhütte, die holen halt dann zum Beispiel hier den Pilzkorb. Wie cool das aussieht, ne? Das sieht geil. Ja, weil die Pilze im Verhältnis. Ja. Riesengroß. Und was man auch da wieder bedenken muss, wie bei allem, wir brauchen Lagermöglichkeiten. Ganz wichtig. Ja, kommen wir natürlich mit keiner Straße hier mehr durch, aber das ist nicht so schlimm. Da können wir ja auch von hier hintergehen. Das sieht so cool aus. Ja, auch der Stil. Ja. Ist einfach wunderschön. Es war schon in der Demo fantastisch und die hat uns wirklich so begeistert. Oh ja. Baue Brunnen 0 von 2. Aber die dürften ja bald fertig sein. Genau. Dann sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Es ist jetzt schon ein Gewusel hier, ne? Boah. Wahnsinn. Was da so abgeht auf den Bildschirm. Die Holzträger, Wasserträger. Es ist... Alter Schwede. Hier wird ein- und ausgelagert, produziert, Warenverkehr. Fantastisch. Minimap-Steuerung. Achso, ja. Ja, ja. Ja, so kann man natürlich auch steuern, ja. Ah, es ist fantastisch. Stau! Ja, hulule, hallulu. Hier musst du mal einen kleinen Kreisverkehr einbauen. Ja, ich wollte gerade sagen, hier ist... Die stehen alle an, beim Käse-Mike ist Ausverkauf. Heute gibt's Käse zum halben Preis. Oha. Aber kann man auch verstehen, da kann man auch ja mal anstehen. So, Brunnen sind fast fertig. Ah, da haben wir doch schon den ersten. Da wird auch schon kräftig geschöpft. Sehr gut. Ja, die ganzen Details, ne? Das ist so klasse. Das kann man sich nicht oft genug angucken. Oh, jetzt aber das Lager schon vollgeballert. Ging fix. Bretter, Nadelholzbalken und Rohholz. Sehr gut. Dann möchten wir hier vielleicht hier nochmal ein Lager für Wasser. Ich weiß gar nicht, unter was das fällt. Tierischer Ursprung, Naturprodukte könnte sein. Na, siehst du. Können Sie da gleich neben dem Brunnen Wasser einlagern, wenn es denn notwendig ist. So, und hier oben, jawohl, hier sind Werksteine. Und hier kommt normaler Stein rein. Sehr gut. Genau, und der macht ja auch Grenzsteine. Hier wird... Oh, hier wird Fleisch eingelagert. Hasenfleisch. Mmh. Kommt aber eines. Wie Hasen haben die gekillt? Die
armen Hasen. Aber es hilft ja nicht. Wir haben eine riesige Meute zu ernähren. Da müssen wir auf alle natürlichen Ressourcen zurückgreifen. Auch wenn es... Oh, guck mal an hier. Der Proviantmacher wird er beliefert mit Hasenfleisch. Die wollen es aber wissen. Ah, da wird ordentlich. Wartet auf Material. Was braucht er denn? Hasenfleisch hat er. Ah, Feuerholz. Auf Feuerholz wartet er. Alles klar. Wartet auf eingehende Steigungsmahlzeiten. Okay. Hier, was passiert? Hier wird Steinpilze eingelagert. Das war zwar so nicht gedacht, aber gut, okay. Ach, da schleppen die das neue für. Das heißt, wir machen das anders. Wir machen hier noch ein Lager und hier kommen jetzt... Was haben die zurzeit? Himbeeren, Pilze. Na gut, Pilze ist ja okay. Das ist in Ordnung. Aber dann machen wir hier noch steinische Materialien. Zum Beispiel, wir haben ja noch keinen für Grenzsteine. So. Und die Entdecker sind auch schon ganz schön vorangeschritten. Oh, jetzt ist Kalkstein. Speedy, Kalkstein. Nice. Das ist ja geil. Super. Kohle. Eisenerz. Oh, das liegt aber ganz blöd. Da müssen wir von hinten irgendwie ran. Eieieiei. Hier ist nochmal Kohle, 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 Kohle. Kupfer. Okay, aber Erzmaterialien sind relativ schnell zugänglich. Was wollen sie von uns? Baue Holzfällerhütten. 1 von 3. Baue Steinmetz. 1 von 2. Dann bauen wir halt noch einen Steinmetz, wenn die Kollegen das so wollen. Desto mehr Grenzsteine und Sachen bekommen wir natürlich aus und desto schneller können wir uns ausbreiten auf der Insel. Könnten wir hier hinten vielleicht noch einen Holzfäller stellen, hier in diesem Bereich, Speedy? Könnten wir machen. Komme ich denn da vielleicht durch? So nicht. So, ja, so muss ich halt die Büsche zerstören. Das wäre jetzt nicht unbedingt. Ach so, die sind immer wieder, die werden immer, die Reifen hier, die, siehst du das? Erntebereit mit 91%. Ja. Okay, na dann ist ja gut, dann ist es ja eine endlose Quelle an Himbeeren zum Beispiel. Da könnten wir aber vielleicht mit der Holzfällerhütte noch rechts hingehen, oder? Ja, hier da irgendwo. Ja. Könnten wir eh hier mal eine weitere Straße bauen an das Ende unseres Gebietes. Und könnten ja hier hinten noch eine Holzfällerhütte stellen, die ebenso hier an diesem Wald sich berauscht. Und gleichermaßen noch einen ein Sägewerk. Und dann können die sich hier... Da kann ja erstmal die hier abfällen, hier oben. Genau, das wird ein bisschen Platz wird. Und der Forstkollege, der tut hier ganz schön aufforsten, sehe ich gerade. Mach ruhig mal so weit wie möglich da hinten, mein Freund. Hier vorne, die brauchen wir nicht, die Bäume. Da übertreibt wieder Mäus los. Aber echt. So. Gut. Baue Gemüseform. Baue Steinmetz. 1 von 2 ist in Gang. Halle, baue Holzfällerhütten, da brauchen wir später nochmal eine mehr. Gemüseform und Formland zur Ernährung. Speedy, jetzt ist es schon soweit. Geil. Gemüseform. Wir haben ja hier in der Mitte ein bisschen Platz. Da würde ich sagen, nutzen wir den auch, ne? Natürlich. Ran mit die Felder. So, Gemüseform. Für Gemüseform brauchen wir auch Formland.
So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Felder. Das wären jetzt fünf von jedem. Das wären jetzt sechs von jedem. Sieben von jedem. Acht von jedem. Das reicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Super. Dann werden wir die auch gleich zuordnen. Ach so, warte mal. Doch, ja, ist ja Gemüseform, genau. Also, einmal Kürbis. Zweimal Kürbis. Und der dritte. Und der vierte. Und der fünfte. Und der sechste. Sieben. Und acht. Und der Rest wird in Lieblingsessen vom Speedturn, der gute Kohl. Na? Das heißt, ich bin ein Kohlkopf. Ja, denk an Sankenland, ne? Da gibt's Folgen, da redest du nur über Kohl. Ja, zu Recht. Ich brauch Kohl. Zu Recht, meine Freunde. Du kannst natürlich auch mal erklären, warum eigentlich du immer Kohl wolltest. Ist das für Leute, die das nicht verstehen, was wir eigentlich sagen? Cool. Wegen dem Salat. Wegen dem Salat. So ist es. Von Sankenland. Richtig. Ja, da könnt ihr einen Salat machen, da gibt es ziemlich gute Stats. Und wir haben quasi alles im Überfluss. Ich glaube, was braucht man da noch? Erdbeeren und... Oh Gott, jetzt erwischt sie mich aber auf dem kalten Fuß. Zitronen. Brauchst du noch? Und Kohl. Und Kohl haben wir echt wenig. Und da ich der Koch bin, schreie ich immer noch Kohl. Hast die anderen zwei Faulpelze gefälligst Kohl anbauen und sammeln. Daher kommt das. Ja. So, Gemüseform ist gleich bereit. Da sehen wir schon, wie das Gerüst fällt. Das ist so schön, ne? Na, ja, das hat echt was. Das ist toll. Dann würde ich sagen, damit wir gleich auch alles schön in der Nähe haben, machen wir daneben eine kleine Getreideform, oder? Na, aber sicher. Das sieht schon das. So. Und die machen, ja, Mais, Weizen und Flachs. Ich habe auch hier nochmal einen Brunnen gebaut, ne, damit da gleich beliefert werden kann von beiden. Das heißt, wir haben drei Sachen. Und wenn man davon mal ausgeht, wenn man von, ja, wenn man von jeden acht, sind wir bei 24 Feldern, ne? Mhm. Das ist schon ganz schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11, 12, 13, 14. Wir könnten natürlich auch 6, 12, 18 machen. Bei jedem 6er, oder? Könnten wir auch, dass wir nicht gleich alles voll bauen. Ja, 15, 16, 17, 18. Ah, siehst du. So, wir machen hier hinten Getreide. 6-mal Getreide, bitte. Denn das brauchen wir natürlich für was, Speedy? Brot. So ist es. Brot für die Welt. Leckeres, gut duftendes Brot. So, 6-mal Getreide. Dann 1-mal Mais. 2-mal Mais. 3-mal. 4-mal. Na. 5 und 6. Und dann brauchen wir natürlich noch etwas Flachs, zum Beispiel für ja, Seile. So.
So. So. Jetzt müssten wir eigentlich alle bestellt haben. Hier sehen wir auch schon, wie die Damen die Felder bewässern. Das ist wunderschön, ne? Da kommen schon die ersten Kürbisse. Und hier kommt das nächste Feld. Zack, wird das Saat ausgebreitet. Und zack. Wunderschön, ne? Wie selbst die Saatkörner dargestellt werden. Ja. Und hier seht ihr nochmal, zack, Saat drauf. Und ab geht's. Sieht auch wunderschön aus hier. Genug Wasser ist gleich am Start. Guckt dir das an, wie sie stapeln. So. Sehr gut. Das ist auch gleich fertig, die Getreideform. Fokuspunkt natürlich in der Mitte der Felder. Jetzt sehen wir mal, was haben sie hier eingelagert? Steinpilze. Oh, guck an. Oh, ein paar Körbe reingeballert. So eine schöne Steinpilzpfanne. Lecker. Also mit Pilze kannst du mich ja gar nicht locken. Bist kein Pilzfreund? Da bin ich absolut, nee. Nee. Geht gar nicht, finde ich. Ich finde Pilze lecker, aber das... das zweite Sägewerk und der Holzfäller sind auch bereit. Sind auch schon am Wirken. Und auch hier werden wir natürlich mal ein paar Lagermöglichkeiten stellen. So, schön, das erste Getreide kommt auch gleich. So ist es. Da wird schon kräftig angebaut. So. Das haben wir weg. Bauen Baustellencamp. Das ist dafür da, dass die Leute, die halt Planierer und so, nicht immer zurück zum Boot rennen, sondern dass die halt dann mitten in eurer Map irgendwo einen Platz finden. Könnten wir sogar überlegen. Braucht ja auch nicht viel. Ein bisschen Stoff. Dann haben wir sie vielleicht gleich in der Mitte der Insel, so ein bisschen wie hier. Wir müssen sie nicht immer so weit zurückrennen. Nach oben raus. Ja. So, hier wird ordentlich eingelagert. Sehr gut. Immer macht voll das Sachen, ja. So ist recht. Wir wollen einen wahren Überfluss. Sehr gut. Das Lager ist voll. Das Lager ist voll. Top. Da gucken wir mal. Was wollen sie denn? Bauen eine Holzwerkstatt. Dann gucken wir mal, für was die Holzwerkstatt gleich war. Steinmühle können wir natürlich noch nicht machen, weil wir haben kein hölzernes Zahnrad. Dafür könnte natürlich vielleicht die Holzwerkstatt sein, ne? Mhm, das liegt nahe. Holzwerkstatt. Weberei, Schneiderei, Münzprägerei. Werkzeugschmiede, eine Holzwerkstatt, genau. Da sehen wir es auch. Holzschilder, Holzsperre, Jagdbögen, Zahnräder. Also alles, was wir natürlich auch benötigen. So, jetzt müssen wir bloß überlegen, wo wir denn die Holzwerkstatt mal platzieren. Weil hier oben würde ich gerne Bergbausachen hinmachen. Na, das liegt nahe, dort oben. Dann vielleicht... Simpel. Hier, ja, ich hab noch ein bisschen Platz. Hier in die Ecke. Genau, da können wir dann Zahnräder machen. Naja, sind sie schon straff am Wirken, die Jungs. Ja, wir brauchen mehr Lager, sehe ich jetzt schon. Sie wollen alle Lager. Bauen wir uns mal so ein bisschen hinten durch hier.
damit wir auch uns dieses Land erschließen können im besten Falle. Und können ja hier zum Beispiel auch noch ein paar Lager für Stein oder Erze hinstellen. Sieht das schon gut gefüllt aus. Die sind schon voll hier, ja. Ja, das ist schon bei 64. Oh, ja. Da sind auch 64 drin. So. Was haben wir noch? Also, Holzwerkstatt ist im Bau. Holzfällerhütten, Wohnhäuser, Speedy. Wohnhäuser? Naja. Hier am... an des Wipfels Zinne hier hinten, ne? Wo meinst du? Hier hinten? Ach ja. Irgendwo hier, so schön am Strand. Strand wäre natürlich oben. Gut, da können wir noch nicht hin bei dem See. Ja, komm, Strand, so ein richtiges Nobelviertel. Mit Ausblick. Nobelviertel am Strand. So machen wir's. Spätestens wenn die erste Flutwelle kommt, ist es vorbei. Naja. So, da müssen wir mal gucken. Oder was fällt denn das? Holz und Stein ja eher nicht. Nahrung eigentlich auch nicht. Bevölkerung. Boah, ein Knüppel, ein ganz schöner Knüppelhaus, ne? Ui, ja. Ja. Sehr schön. Ja. Du kannst hier mal ein paar Häusle bauen. Baue ein Gildenhaus. Ein Gildenhaus. So. Taverne haben wir auch noch nicht, aber anscheinend brauchen wir die auch noch nicht. Wir arbeiten es halt wirklich mal ab, wie das Spiel uns das vorgibt, ne? Mhm. Du hast da, glaube ich, gerade große Wohnhäuser gebaut, hä? Das habe ich ja gerade erst gesehen. Habe ich ja gerade gesehen, aber ist ja an sich gar nicht verkehrt. Da haben sie erst, nee, war nicht gut. Da haben sie erstmal schön Platz. Vielleicht schaffen wir sogar, unsere Bevölkerung ist also seit bei 401. Meine Bevölkerung wirst du insgesamt 10 Genussmahlzeiten benötigen. Naja, gut, dann wird es wahrscheinlich gar nicht lang dauern. Ein Gildenhaus. Gucken wir mal. Das war doch da für da. Bildet Arbeiter aus, indem sie mit Werkzeug ausgestattet werden. Das heißt, das ist das Haus, wo dann die ganzen Werkzeuge, die hier zum Beispiel auch noch auf dem Schiff liegen, hingebracht werden oder wo später dann, was weiß ich, Sägen, Sensen oder sonst was hingebracht werden. Mhm. Da würde ich auch wieder mittig rumbauen. Wir können ja hier mal eine Straße ziehen. Damit wir uns nicht zubauen. Mhm. Und dann vielleicht hier oben ran. Genau so hin. Sind wir noch immer im Kern. Ah, guck dir an, Speedy hier. Sehr schön. Herrlich. Ne? Eine Blütenpracht. Maiskolben. Blüten. Lachs. Grasland schlecht. Mir auch gerade gedacht. Was? Das wüsste ich jetzt auch nicht. Der Landschaftstyp. Ach so. Dann gibt es wahrscheinlich verschiedene Landschaftstypen und der Landschaftstyp gerade auf der Karte ist halt nicht so gut für Mais und so und zum Beispiel. Ah, klasse. Okay. Den Platz hier in der Mitte würde ich nämlich für die Taverne frei halten wollen. Zentraler Anlaufpunkt. So, der kann sich mal um die Bäume hier kümmern.
Und du kannst dich wirklich mal um die Bäume hier oben kümmern, ja. Genau um die hier. So, Wuselfaktor ist schon mal mehr als erfüllt. Proviantmacher. Holzwerkstatt. So, dann bauen wir uns mal ein paar Zahnräder, ne? Ja. Da können wir ruhig mal 10. Du wirst einige brauchen. 10, 15 Stück bauen. Eine Fackel ist auch eine Frage, für was das eigentlich. Laufen dann Fackelträger rum oder ist das vielleicht gegen irgendwelche Gegner? Also bei Fackeln. Wäre auch interessant, ne? Das gab es in der Demo ja nicht. Also, nee, deswegen. Deswegen weiß ich auch gerade nicht. Es wird ja viele Sachen geben, die wir noch nicht kennen, die wir noch nicht gesehen haben. Oh, hier, guck mal. Das Bauarbeitercamp ist auch fertig. Bin. Da kommen die Baustellenträger, die Planierer und die Zimmerer. Zumindest schon mal ein paar. Und auch die Lager sind schon wieder rappelvoll. Himbeeren. Hier werden Kürbisse eingelagert. Kürbisse? Ist aber weit weg. Müssten wir vielleicht... Ach, guck an hier. Tot. Der Mais war tot. Och nö. Na gut, sie haben aber schon was geerntet, auf jeden Fall. Aber... Heute wird es auf Dauer nichts werden. Ja. Also siehst du das? Das kann vielleicht mit den Steinen zu tun haben. Siehst du das? Dass du so Steine auf dem Feld sind und hier sind zum Beispiel keine Steine. Terrorort Grasland. Böhmisch. Wer das weiß, schreibt's mal rein. Auch wir können ja dort nur dazulernen. So, das heißt aber vielleicht, wir werden uns hier mal ein bisschen zumindest, damit die den Kohl und das ganze Zeug nicht sonst wohin schleifen. Das heißt, wir hauen hier mal Weizen rein. Hier kommt der Flachs. Nee, das ist dann kein Naturprodukt. Das kann aber eigentlich auch nicht sein. Ah ja, hier kommt Mais. Und hier kommt Kohl. Kohl, Mais, Flachs. Und dann brauchen wir natürlich noch was. Ein Lager für. Dinge. Was für die Inge? Für Dinge. Das ist gut. Für die Inge brauchen wir ein Lager. Ich sehe, du hast aufgepasst. Flachs, Stroh, Kohl. Ach ja, genau. Kürbis, mein Freund. Kürbis. Ja, siehst du das hier? Ja. Dude. Der wird geerntet hier. Es kann aber auch sein, dass eine gewisse Anzahl einfach an Feldern zu viel für eine so eine Form ist. Seht es irgendwo manchmal? Leider nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass halt zu viele Felder vielleicht einfach die Kollegen nicht schaffen. Na, das kann natürlich sein. Und ich glaube, es liegt wirklich hier an diesem Steinland, dass diese Steine hier drauf sind. Siehst du das? No. Müssen wir mal mit drauf achten demnächst.
Ansonsten Kürbis und so kommen ja trotzdem. Mais kommt. Aber Weizen ist jetzt halt noch nicht so Brille. Könnten wir vielleicht irgendwo nochmal probieren, nochmal eine Form zu bauen, die sich ausschließlich um Weizen kümmert, um halt dann auch später die Brut und die Brutressourcen oder der Brutkreislauf sozusagen richtig gut hinzubekommen. Das könnten wir machen, dann können wir bei der ersten jetzt Mais in den Weizen rausnehmen. Und machen eine Form nur mit Weizen. Oh. Dieser Förster, der ist. Der Förster, der ist verrückt, der Kollege. Er pflanzt überall an. Aber nicht dort, wo er soll, ne? Na gut, da hinten nur freie Flächen. Da ist in der Mitte wieder alles zu. Ja. So, machen wir. Ansonsten kannst du den pausieren. Ja, aber dann wird halt da ganz schnell nicht mehr da sein, ne? Aber ich kann ihn pausieren erstmal, ne, klar. Wir können den hier auf Gebäude abreißen. Nein. Dann tun wir den mal deaktivieren. Und dann pflanzt er erstmal nichts mehr an und dann können sie erstmal ein bisschen abholzen. Wie wieder gleich die weiße Flagge raushängt. Ja, stimmt. Das ist eigentlich ja cool gemacht, ne? Ja. So, jetzt wollen sie von uns nämlich die Taverne haben, zum Beispiel. Militärakademie, Waffenschmiede, Schneiderei. Jetzt geht's scharf. Baue ein Weberei. Na da, machen wir das doch. Ein Weberei. So machen wir's. Bäckerei und so wollen sie noch nicht. Dann machen wir erstmal. Baue Taverne, Genussmahlzeit. Eine Taverne. Ah, die scheiß Bäume hier in der Mitte, ne? Das ist. Dachte ich mir auch gerade. Es ist ein Grauen, sag ich dir. Hilft alles nichts. Muss erst hier. Na, die müssen erst weg. Die müssen erst weg, aber die sind schon dabei hier. Wer rennt denn hier so? Eine Wache? Haben die ihren Maximal, nimmt Land ein auf Patrouille, entdeckt die Insel, nimmt Land ein. Okay. Sammelbare Pflanzen wurden entdeckt. Okay. Oh, sind schon weit gelaufen, die Jungs hier. Heilige. Was ist denn hier? Was ist denn das Goldene? Ach, Kalkstein wird gelb auf der Karte angezeigt. Da kommen wir jetzt sogar fast schon ran, Speedy hier. Ja, dauert nochmal lange. Hier kommen wir aber ran. So, haben sie denn auch vielleicht schon Kalkstein abgebaut hier in irgendeiner Weise? Ah ja, guck an. Eins. Dann würde ich sagen, raus mit dem Stein. Ihr kümmert euch wirklich hauptsächlich hier um den Kalkstein. Und dann kriegt ihr hier oben auch noch ein Lager. Und da tun wir Kalkstein rein. Kalkstein. So. Genau, meine lieben Freunde, baut ab hier das Zeug, wir brauchen's. Machen Sie los, die Kollegen. So, habt ihr mal ein bisschen Platz gemacht? Guckt ihr an, wie sie es fällen, ja. Schön. Na, es wird. Fast, Speedy, fast. Dann brauchst du noch genug Platz für die Bänke dann. Hm, ja, das, für die Esstische. Aber wenn da hier oben hingeht, geht es. Aber. Oh. Der eine Baum. Nein! Der muss noch weg.
Genau, macht die Stumpen noch weg, aber das dauert nicht mal lang. Wir können ja aber schon mal einen Morgbrunnen bauen, denn die Taverne nutzt nämlich nicht aus einem normalen Brunnen, sondern die brauchen sozusagen Trinkwasser aus einem Morgbrunnen. Aha, die feinen Herrschaften. Mhm, so ist es. Dann müssen wir den nämlich in der Nähe der Taverne auch schon mal stellen, dass der gemacht wird. Und wenn die hier den einen Baum... Jawohl, fällt das Ding. Jawohl, du schaffst es. Jawohl. Nein. Gut gemacht, Holzfällerboy. Du kriegst ein Extrasold für diesen Monat. Hast du dir verdient. So. Die Taverne. Genau, und die müssen es von einem nahegelegenen Marktplatz bekommen, die Speedy. Das habe ich nämlich fast vergessen. Wir brauchen Marktstände, die natürlich ja erstmal die Waren feil bieten. Das heißt... Achso, warte mal. Ja doch, passt ja, nicht klar, locker. Locker, locker passt es. Gar kein Problem. So, dann können die nämlich hier ihre ganzen Waren einlagern, die wir dann sozusagen für die Genussmahlzeiten benötigen. Mhm. Wenn der Baum noch weg wäre, könnte ich hier noch eine bauen, aber... Na, guck mal an, wenn der Förster nämlich nicht da ist, ne, wie die auch schnell hier... Na, es geht ganz schön voran. Wie die hier wegholzen, die Jungs. Ja, wenn da nämlich der einen Baum noch wegnimmt, könnte ich hier vielleicht noch was hinbauen. Dann wär, was dabei. Dann werde ich auch gleich den Förster wieder aktivieren. So, Försterboy. Ab geht's, mein Freund. Pause ist vorbei. Los. Genug ausgeruht. Hau Setzlinge raus, was Zeug hält. So, Holzwerkstatt hat ihre Zahnräder fertig alle. Und dann würde ich bloß noch fix da unten gleich die Bänke hinbauen, wenn du das schon kannst. So machen wir das. Jawohl, Speedy. Dass er da wieder dort setzt, die Setzlinge, und dann müssen wir wieder warten, bis alles weg ist. Du hast vollkommen recht. Und da können wir auch hier mal noch eine Straße hier hinten durchführen und vielleicht da ja auch noch irgendwas mit ranbauen. Bänke, Felder, irgendwas. So, ein Esstisch, Speedy. Perfekt. Machen wir mal 6 Stück. Das müsste ja erstmal reichen. Das wird schön. Da können sich unsere Leute stärken. Produktion in der Holzwerkstatt abgeschlossen. Genau, wartet auf neue Aufträge. Und das sieht hier sehr gut aus. Und sobald unten die Marktstände bereit sind, werden auch die Artikel, die hier eingelagert sind, also Himbeeren, Fleisch und sonstige Sachen, hierher gebracht, um in der Taverne weiterverarbeitet zu werden. Und da sehen wir schon hier, ein grünes Dach heißt Speedy. Obst und Gemüse. So ist es. Das ist so geil gemacht mit diesen Bäumen vorne dran, dass du genau siehst, was die handeln. Ja. Das ist fantastisch. Oder hier diese Ranken. Man weiß, es wird hundertprozentig ein Gemüsestand oder halt ein Biostand. Na, siehst du hier? Nein. Was ist passiert? Ein Geweih ist erschienen, also hier wird Fleisch gehandelt. Hier ist ein hellgrüner Stand, also Kohl, Gemüse, Obst und hier Naturprodukte. Das finde ich so cool. Geil. Hier Pilze und Himbeeren. Und zack, jetzt wird es alles, jetzt wird es ruckzuck. Werdet ihr sehen, wie die Dinge das Zeug vollknallen, ja? Und dann werden natürlich auch unsere Lager, die wir oben gebaut haben, damit wieder geleert und somit kann der Kreislauf wieder weitergehen. Mehr Ressourcen für uns. Sehr gut. Wir brauchen alles im Überfluss. So ist es. Vor allen Dingen später. Ich meine, jetzt ist ja alles noch gechillt, ne?
Aber wenn es dann noch, ja. Aber wenn es dann schnell gehen muss. Baue Esstische. Vier Tische sollen wir bauen. Sechs haben wir gebaut. Da passt es doch. So, baue eine Militärakademie. Da seht ihr auch schon, wie die hier alles besticken. Hier Pilze rein, Himbeeren. Hier sind unsere Kürbisse. Und es wird auch nicht lang dauern. Kommen hier die ersten Fleischsachen. Da sieht er, sag ich, und zack, ist es da. Rein mit dem Phasenfleisch. Volle Auswahl hier für die Köche. Könnte sich keiner beschweren. Ah, die Schlange wieder. Ja. Ja, das gefällt mir hier wirklich nicht. Jetzt ist sogar der Mais, dude. Aber es ist Weizen gekommen. Aber es wird halt wahrscheinlich einfach, entweder sind es wirklich zu wenige für die Felder, weil hier scheint es ja zu passen. Und es sind ähnlich viele Felder eigentlich. Ich denke wirklich, das liegt an der Platzierung. Aber das ist nicht so schlimm. Genau, Forsthaus, Kollege. So, jetzt kann der Holzfäller hier oben nämlich mal seine Priorität wieder versetzen und kümmert sich mal hier hinten um den Baum. Ah, der pflanzt immer hier vorne die Setzlinge, ne? Das ist wirklich. Ja. Das ist wirklich ein Schwein, ne? Das gibt's macht damit Absicht. Ich denke ja. So, eine Militärakademie bildet und stattet militärische Einheiten aus. Brauchen wir für neue Wachtürme, weil. Ja, es ist begrenzt. Ihr seht schon. Soldaten, bereit für neue Aufgabe haben wir noch 10, also das heißt, einen einzigen Wachturm können wir noch bauen. Wenn wir aber weitergehen wollen, brauchen wir eine Militärakademie, um sozusagen auch die Ausbildung vorzunehmen. Jetzt habe ich ja so eine schöne Straße hochgebaut, ne? Und das passt gerade nicht dran, ne? Das ist wirklich, also es ist eine Krux, ne? Dann machen wir es halt anders. Na, dann machen wir hier nochmal eine Straße rüber zu und setzen da oberhalb dann jetzt die Militärakademie. Dann haben wir das auch abgeschlossen. So, Steinmetz und Holzfällerhütte würde ich jetzt erstmal nicht machen. Wohnhäuser sollen wir noch 4 bauen. Das könnten wir theoretisch machen, ne? Theoretisch, ja. Können wir warten, bis unten die Bäume weg sind. Das wäre schön, ne? Wenn die mal fällen würden hier. Und dann brauchen wir... Was wollen sie noch haben? Eine Weberei, Speedy. Eine Weberei. Ja, das wollen. Das ist Schweinerei, ne? Wir sind doch gerade erst mit dem Schiff angekommen. So ist es. Hölzernes Zahnrad haben wir, Nadelbauholzbalken haben wir, Werksteine haben wir. Und die bauen halt oder stellen Seil und Stoff her. Und da haben wir jetzt so eine schöne neue Straße hier. Die nutzen wir natürlich gleich. Da haben wir das auch weg. Oh ja, zack, du hast gesagt, zack, hat er den Baum gefällt. Ah, das hat er gehört, mein Freund. Ja, sonst ist er auch bald arbeitslos, ne? Das wäre ganz schnell gegangen. Naja, hier lebende Bonzen, da werden natürlich auch die großen Häuser gesetzt, ne? Ja, das wäre unser Viertel. Also hier sehe ich uns. Ja, Erklärungsnot Chefetage. So ist es. Hier ein eigenes Haus. Klunker Dreier. Ich 3 Häuser. Ja, ne. Denkst du, steht mir zu, hä? Sehe ich genauso. Ja, ja, um deine ganze Gefolgschaft und deine ganzen Mätressen unterzubringen. Oh, lass es nur Sofa nicht hören. Ja, ich habe gar nicht gesagt. Mit Mätressen. Ah, oh, guck an. Da sind schon die ersten Leute, die auf ihr Essen warten. Schön. Und da kommt der Koch, da ist er. Ran mit dem Essen, mein Freund, die haben Knast. Jawohl, hier eine schöne Gemüsebrühe, siehst du das? Herrlich, oh. Schöner Gemüseteller.
6 Köche, ey. Wahnsinn. Guck an jetzt, so Koch hier mit einem Korb. Wo geht er jetzt hin? Ach, am Moikbrunnen. Ah, der hat die Materialien, jetzt ist er am Brunnen gegangen, hat aufgefrischt mit frischem Wasser und jetzt geht er kochen. Oder? Bleib doch was zu tun, der Kollege. Guck mal, was macht denn da jetzt hier? Ah ne, jetzt holt er sich vom Marktstand hier. Jetzt holt er sich erstmal ein bisschen Fleisch. Und da ist gleich der zweite Koch. Ah ne, das ist ein nächster Träger. Ah ja, die haben auch schon gekriegt. Siehst du? Hier geht's ab. Die 6 Köche, die haben zu tun. Die haben recht zu schaffen hier. Sehr gut. Boah, hier ist ein Begängnis. Wahnsinn. Ja, das Baustellencamp, das hat sich schon gelohnt. Normalerweise könnte man fast noch ein zweites bauen, ne? Eigentlich schon, ja. Also nütze ist es definitiv. Aber das können wir später immer noch machen. Ja. Oder halt hier oben nochmal irgendwo eins hin. Ein bisschen außerhalb der Stadt. So, wir haben die Weberei im Bau und zur Weberei wollen sie auch eine Schneiderei. Und die machen dann verarbeitet Leder, Eisenbarren und Stoff zu leichter Rüstung, verstärkte Rüstung, Rucksack. So, Kohle haben wir hier, aber Eisen nicht, aber Kupfer. Das heißt, ja. Wir können so und so das dorthin bauen, weil das Eisen hingetragen werden muss. Da kommen wir nicht drum rum. Ja, gut. Kommen wir nicht drum rum. So. Und auch da natürlich wieder. Was kann es nie genug geben? Lager. Lager, Lager, Lager. So ist es. Das ist mein Lagerplatz hier, ha? Vom Feinsten. Kannst du Auge holen, mein Freund. Ist aber auch ein Warenverkehr hier gerade, ne? Wahnsinn. Ja. Schon echt übel. Was hier abgeht. Wir sind übrigens bei 1 Stunde 3 Minuten. Aha. Wie schnell das jetzt ging, ey. Stimmt, ja, links unten steht's ja. What the fuck, ey. Unfassbar. Naja, ist egal. Wir gucken mal noch. Baue Wachtürme, das könnten wir ja noch anfangen, ne? Den dritten. Das könnten wir machen. In welche Richtung gehen wir denn? Dort sind die Grenzen. Oh ja, das ist nämlich zum Beispiel Silbererz. Oh ja. Aber die bauen auch noch aus. Hinten sind Himmel. Da würde ich die erstmal ausbauen lassen, vielleicht. Vielleicht kommt die noch ein Stück. Die nehmen immer noch Land ein. Aber die haben keine Grenzsteine mehr. Warum nicht? Ach, jetzt werden aber gerade welche geliefert. Okay. Ah, Glück gehabt. Ah, siehst du, und jetzt Patrouille. Jetzt ist ein Grenzstein da. Jetzt kommt ein Soldat und geht wieder los. Okay. Guck mal, wir haben aber eigentlich Steine, haben wir genug, Kalkstein haben wir. Eigentlich dürfte Grenzstein technisch, naja, 7 Stück, ne? Viel ist es nicht. Nee. Leider nicht. Da kann man keinen Blumentopf damit gewinnen, meine Freunde. Wir könnten uns hier oben, können wir uns ja schon mal... Ja, baue Wachtürme, ja. Baue Weberei, baue das,
Baue Wohnhäuser 7 von 8. Dann schließen wir das erstmal noch ab. So. Und dann können wir uns ja schon mal eine Straße überlegen, die irgendwie hier hochgeht. Kommen wir denn hier irgendwie dran vorbei? Nicht wirklich, ne? Schwierig. Kommen wir hier irgendwie durch? Ah, na gut, da ist ja Schluss mit unserer Grenze, deswegen. Aber durch kommst du erstmal. Ja, durch würde gehen. Dann kämpfst du wahrscheinlich sogar hier noch durch, wenn der Wald weg wäre. Da könnte man natürlich da zum Beispiel schon mal ein Voraus jetzt da schon mal eine Holzfällerhütte noch hinbauen, hier oben. Mhm. Um den Wald dort ein bisschen zu roden. Dass da auch schon mal das frei macht dort oben. Genau. Dass da hier den ganzen Schnulli weghaut. Und natürlich können wir, wenn wir einmal ein Holzfäller haben, können wir uns auch noch ein Sägewerk hinstellen. Und natürlich Lager. Hier, kleine Lager. Schön. Schön. Lager kann man nie genug haben. Lager ist essentiell. Und da ist auch schon die Weberei. Guckt das an. Da wird's. Da. Geil. Schön. Du spinnst neu oder was? Guckt dir das an, wie das aussieht. Das ist sowas von geil. Schön. Na? Da wird Seil rausgedreht und zusammengeknotet. Zack, hinten aufgerollt. Und hier werden die neuen Kleider rausgenäht. Mit dem Spinnrad schön aufgezogen hinten wieder. Es ist so cool. Und hier kommen die Decken raus. Es ist der Hammer. Also Liebe zum Detail ist auf jeden Fall vorhanden. Das ist so unfassbar gut gemacht, ne? Ja. Es ist wirklich bis ins Kleinste. Wie schön das alles aussieht. Wow. Das ist top. Baustellencamp ist auch soweit fertig. Da sind auch schon wieder Leute drin. Sehr gut. Die brauchen wir auch, weil hier oben wird mehr gebaut in der nächsten Zeit. So. Sammlerhütte, die ist auch noch am Stissel, die macht auch noch. Stelle leichte Rüstung her, stelle Rucksack her, baue Werkzeugschmiede. Die können wir vielleicht noch stellen. Eine Werkzeugschmiede. Stellen Werkzeuge für alle Berufe her, die Werkzeuge an das Gildenhaus liefern. Kupfer, Eisen, Kohle. Hier haben wir das Gildenhaus. Ich glaube das, ne? Genau. Mhm. Das heißt, in der Nähe des Gildenhauses könnten wir natürlich auch dann gleich die Werkzeugschmiede machen, dass die Wege kurz sind. Also von Werkzeugschmiede zu Gildenhaus brauchen sie nur über die Straße rennen und zack, haben sie es dort. Also noch kürzer geht's fast nicht. So ist richtig. Trotz alledem werden wir mal zwei Lager bauen, dass falls Überfluss da ist, sie sich da halt auch ein bisschen betun können. Genau. So. Lalalala. Ein Steinmetz. Hier oben ist Kupfer. Hier war Kohle. Wir könnten ja hier schon mal anfangen, weil wir brauchen ja hier bei der Werkzeugschmiede auch Kohle. Mhm. Könnten wir natürlich auch gleich, wenn hier Kohle ist, uns einen Kohletagebau hier hinstellen. Das wird sich lohnen. Und könnten hier das gleich. Hier ist sogar noch Kupfer 40. Oh, da ist sogar noch mehr. Ja. Das wäre ja auch gut, weil hier haben wir ja uns auch gleich die Schneiderei, für die wir ja auch Eisen. Ach na gut, Eisen. Ja gut. Aber ist nicht so schlimm. Na, Kupfer, glaube ich, bei der Waffenschmiede mit. Genau. Na, ist egal. Wir können es auf alle Fälle trotzdem mit abbauen hier. Also nehmen wir das auch in Kauf.
Und wenn wir hier Bergbausachen haben, werden wir natürlich auch ein Lager für die etwaigen Sachen brauchen. So, dann können wir hier gleich einstellen. Nicht, dass sie das nämlich zu klunkern mit anderen Zeug. Bergbauprodukte. Bergbau. Bergbau. So, meine lieben Freunde. Nicht, dass du wieder kommst, denn das ist alles voller Holzplanken zugekleistert. Jawohl, das denke ich mir nämlich auch. Alter, guckt euch's an hier. Das ist aber auch schön. Ne? Ja. Es ist ein schönes Gefühl, wenn die Lager gefüllt sind. Wie schön ist aber auch gestapelt. Das ist alles so schön gemacht. Der Brunnen mit dem Keukorfen. Ach, ist das schön. Tja, meine lieben Freunde, ich würde aber sagen, 1:10 ist vorbei. Sie ging schneller rum als gedacht, ne? Rucki zucki. Ujo. Aber ich denke, ich habe einen Grundstein für den Speedy gelegt. Für die nächste Aufnahme. Ich habe überall Lager gebaut, Lagermöglichkeiten, alles eigentlich die Wege kurz gehalten. Hier entsteht jetzt demnächst die ersten Kupfertagebau. Eine schöne Wohnsiedlung haben wir hingezogen. Und hier oben haben wir auch frische Lager für etwaige Sachen. Also ich denke, ein guter Grundstein ist gelegt für die zweite Aufnahme, die dann der Speedy natürlich führen wird. Du hast auch gerade zufällig die Hälfte aller Aufgaben erfüllt. Siehst du? Das passt doch. Exakt die Hälfte. Tja, ich würde sagen, ich bin immer noch, wie auch in der Demo, absolut begeistert von diesem Spiel. Mir gefällt es unfassbar gut. Mir macht es richtig Laune, die Kreisläufe. Ich bin auch mal gespannt, was denn alles noch so Neues dazugekommen ist, weil wie gesagt, wir kennen ja nur das aus der Demo und das ist jetzt auch ungefähr das, was jetzt der Baustand ist. Mhm. Alles, was dann mehr kommt, könnte für uns komplett neu werden. Demzufolge haben wir natürlich mit euch noch ein bisschen was zu entdecken und auch für uns selbst. Und ja, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von Pioneers of Pagonia sehen wollt, also ihr werdet gar nicht drum rumkommen, weil wir machen See, aber trotz alledem ist es natürlich schön, wenn es euch auch gefällt, dann lasst uns doch wissen in Form eines Likes, Abonnements oder einen Kommentar, da freuen wir uns natürlich sehr. Und ansonsten sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge, wenn sich der gute Speedy dann wahrscheinlich, man sieht es schon hier, um Wachtürme und Bevölkerung und natürlich auch die ganzen Torgebaue, Rüstungsherstellung und Militär kümmern wird. Oh je. Tja, es wird eine schöne Aufgabe für ihn und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Ja, auch ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden sehen in der zweiten Folge, ob ich gebührend anknüpfen kann oder ob ich hier alles wegreißen werde und neu aufbauen. In diesem Sinne, bis zum zweiten Teil. Macht's gut. Tschüss.